Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Laden und Entladen von Kondensatoren war unser Thema. Das haben wir das letzte Mal so theoretisch gemacht. Gesagt, wie das ein bisschen ausschaut, wie die Lösung der Differentialgleichung ausschaut und so weiter. Das war dieser Zettel da. Ja. Gut, schauen wir uns das anhand eines Beispiels an. Ja. Und zwar nehmen wir an, der Schalter S1 ist jetzt geschlossen. Ja. Also in dieser Stellung geschlossen. Das ist ein Wechsler, kann nicht schließen. Der ist jetzt in dieser Stellung. Nennen wir es diese Stellung. Das heißt, das C und das R, eigentlich muss das alles entladen sein. Passt. Ja. Das heißt, das UC ist am Anfang 0 Volt, das wissen wir. Das haben wir da unten. Ja. Wir wollen nämlich jetzt zum Zeitpunkt 0, ja, zufällig 0, schalten wir den Schalter da auf. Park. Ja. Da, das ist der Zeitpunkt. Also genau das gleiche, was wir das letzte Mal besprochen haben. Jetzt habe ich gesagt, die Kondensatorspannung genügt der Gleichung, ja, dass man sagt, UC von T ist gleich U0, die da, ja, wo es hingehen wird, mal 1 minus E hoch minus T dividiert durch RC, ja, und das R mal C war die Zeitkonstante Tau, haben wir Zeitkonstante genannt. Jetzt rechnen wir das einfach aus. Ja. Ich lege das da her, sehen wir das? Ja, soll ich das ein bisschen drauf verlegen? Wo sehen wir es am besten? Da ist gar nicht so schlecht. Und, ja. Berechnen wir das Tau jetzt einmal. Ja. Das sind 10 Kiloohm, also 10 mal 10 hoch 3 mal 150 Nanofarad, Nano ist minus 9, 10 hoch minus 9, gell? Sind 1,5 mal 10 hoch minus 3. Ja? Das bedeutet, also das sind 10 Kilo mal 150 Nanofarad sind 1,5 Millisekunden. Ja, das kommt da raus. Also wir haben praktisch für unser UC von T 10 Volt mal 1 minus E hoch minus T durch 1,5 mal 10 hoch minus 3. Ja, wenn T in Sekunden gegeben ist. Ja, oder, und das ist das jetzt, was jetzt verwenden wir, ich würde es einfach so machen, dass ich das T in Millisekunden einsetze, gell? Weil dann kann ich sagen, UC von T ist gleich 10 Volt mal 1 minus E hoch minus T durch 1,5, ja? Und da haben wir T in Millisekunden. Ja? Einfach, ist ja logisch, ne? Wenn ich da oben Millisekunden schon einsetze, brauche ich das 10 hoch minus 3 und nicht mehr berücksichtigen. Jetzt machen wir uns hier ein paar Punkte, okay? Wir machen einfach 1, 2, 3, 4 die Millisekunden, so wie es da rüber rennen. Ja. Wir rechnen das beinhart runter. Ja. Also wir rechnen 10 mal, Klammer auf, 1 minus E hoch, ist auch irgendwo auf meinem Gerät, ja, da E hoch minus 1 dividiert durch 1,5. Das ist einmal sicher Blödsinn. Ja. Das ist nämlich nicht E hoch wahrscheinlich. So, schaut schon besser aus. 4,8. Okay, das glaube ich. Man muss die Taschenrechner bedienen können. Gell? Gehen wir es da runter. 4,8 Volt. Das heißt, wir sind da bei 4,8 Volt in etwa. Ja? Und jetzt schauen wir mal, was da bei 2 Millisekunden rauskommt. 7,3. Ja? Schauen wir mal, was bei 3 Millisekunden rauskommt. 8,6. Ja?
Das kommt bei 4 raus. 9,3. Schon flacher. Was kommt bei 5 raus? 9,6. Was kommt bei 6 raus? 9,8. Und bei 7, ja, ich mache das jetzt einfach durch, gell? 7, 9,9, da sind wir schon ziemlich weit oben. Ja. 8, 9,95, ja, da sind wir jetzt praktisch da, ne? 9, das sehen wir auf unserem Skala, auf unserer Skala da hier gar nicht mehr. 9,97, das ist schon wurscht eigentlich. Ja. Jetzt sind wir eigentlich da oben. Und bei 10 bleiben wir natürlich. Geben wir es noch ein, 10. Ja. Da fehlt uns ein bisschen was. 0,5 werde ich noch eingeben, dass wir das nicht so eckig haben, dass wir das genau sehen. 0,5. 2,8 sind wir ungefähr da. Okay. Und jetzt kann ich das einzeichnen und schaut so aus. So ist also die Kurve. Jetzt habe ich gesagt, nach einem Tau, da haben wir das Tau, gell, da, 1,5. Schauen wir, wie weit sind wir da rum. Nach einem Tau, also 1,5 durch 1,5, also da 1,5 eingegeben, haben wir das gelesen. Ja. Ich hab gesagt 63%, also es sind 63,2%, also hier haben wir unsere 6,32 Volt. Ja. Und jetzt schauen wir noch 2 Tau, also noch 3, das haben wir ja eh schon ausgerechnet gehabt. 86%. Ja. Also da sind wir 2 Tau, ja. Da sind wir bei 8,65 Volt. Ja. 3 Tau, 4,5. So. Also das kommt einfach da raus, gell? 95%, ja? 9,5 Volt. Kommt, und das, schauen wir die 4 Tau an, und von mir aus die 5 Tau. 5 Tau. 4 Tau, das hätte ich zuerst, ich hätte es hinschreiben sollen, weißt? Aber nein, natürlich nicht, ja? Da haben wir 9,82 Volt und da haben wir bei 7,5 99,33 Volt. Ja, wenn wir das runden wollen. Das haben wir 63%, 86,5%. 63,2%, 86,5%, 95%, 98,2%, 99,3% der Ladung. Das ergibt sich einfach so. Ja? Und wir haben auch gesagt, nach einem Tau, da, oder? Ja? Wenn wir da eine Tangente dranlegen, also da ist jetzt eine Gerade, ja? Dann sehen wir, das ergibt da tatsächlich diese Tangente. Okay? Das ergibt sich einfach aus der Formel. Fertig. Ja. Und deswegen kann ich das ja immer so einzeichnen. Wenn ich das Tau ungefähr ausrechne, kann ich nach einem Tau kann ich auf 63% rauffahren vor dem erwarteten Sprung. Nach zwei Tau eben auf 86, nach drei Tau auf die 95, 98, 99 und so weiter. Ja. Kann ich ungefähr einzeichnen. Wird ziemlich gut hinkommen immer. Ja. Beim Entladen, Buck, wenn ich jetzt wieder runterschalte, ja, was ist dann? Ja, dann
ist auch dieser Widerstand. R und C ist gleich. Ja? Warum erwähne ich das extra? R und C ist gleich, zu dem komme ich gleich. Also R und C ist gleich. Das heißt, die Zeitkonstante ist gleich. Das heißt, das wird da einfach so gespiegelt, wie man das dann nach unten gekippt wird, auf 0 langsam absinken, wieder mit einer Zeitkonstante von 1,5 Millisekunden. Mit dieser Zeitkonstante muss man hin und wieder aufpassen, wann nämlich da hin und her geschaltet wird. Ja? Also es gibt nämlich auch andere Beispiele, ja, die auch durchaus aus der Praxis vorkommen können. Zum Beispiel, ja, wenn ich das jetzt austausche, und ich mache auch sowas. Ja. Da ist wieder meine Spannungsquelle. Ja. Diesmal habe ich da einen Widerstand R1. Dann habe ich da einen Widerstand R2. Da ist mein Schalter. Da ist mein Kondensator. Da ist mein C und da ist mein R2. Ja? So, wie schaut es da aus mit den Zeitkonstanten? Gell? In dieser Stellung, ja, in dieser Stellung, so wie es jetzt eingezeichnet ist, ist das R und das C beteiligt. Ja, sonst nichts. Ja. Das heißt, in dieser Stellung, Tau 2 wäre das, ja, ist C mal R2. Ja. Wenn ich aber umschalte nach oben, ja, in der Stellung Tau 1, das gleiche C haben wir ja, aber diesmal haben wir anders R, R1. Ja. Wenn die zwei Rs unterschiedlich sind, habe ich die unterschiedliche Zeitkonstanten beim Aufladen und beim Entladen. Das ist einmal nur logisch. Ja. Was ist, wenn es zum Beispiel ausschaut so? Schalter. Ich habe da ein R1, ich habe da ein R2 und ich habe da ein C. Welche Zeitkonstante gilt denn hier jetzt? Ja? Es ist immer so leicht geredet, gell? Man findet dutzende Beispiele auf YouTube und was weiß ich was, wie RC ist. Ja? Aber was ist da jetzt los? Ne? Wo ist denn da, welcher R, welcher C gilt denn da? Wenn ich sag mal, ich schalte jetzt ein. Ja? Am einfachsten ist es, ja, wenn ich mir die zwei Klemmen hier vor dem C anschaue, das da und das da. Ja? Und ich schaue vom C praktisch in die Schaltung. Und ich setze alle anderen Quellen 0. Okay? Also andere Quellen 0 gesetzt, würde dann praktisch so ausschauen. Da ist die Klemme, da ist der C. Ja, da ist die Klemme, da ist ein R2, da ist die R1, da ist die Klemme A, da ist die Klemme B. Nennen wir das einfach A und B. Ja. Und jetzt schaue ich praktisch von dem Kondensator C in die Schaltung hinein. Ich kann mir das wieder umzeichnen. Ja, ich kann mir das wieder umzeichnen, dass ich einfach sage, okay, ich fange einfach bei A an, schau nach, okay, da geht es einmal auf R1 und dann bin ich schon bei B und einmal geht es auf R2 und dann bin ich schon bei B. Ja? Also eigentlich schaut das vom Kondensator aus gesehen so aus. Ja? Und damit ist mein R-Gesamt praktisch hier R1 parallel R2. Ja? Das heißt, meine Zeitkonstante, und das nenne ich wieder Tau 1, ja?
weil ich eingeschalten habe, ist gleich R1 parallel R2 mal C. Okay? Immer vom Kondensator hineingeschaut. Und wie schaut das aus, wenn ich Bug jetzt offen bin praktisch da? Ja, da, offen, in dem Fall. Ich mache das da noch gerade dazu, dass man das vielleicht besser erkennen kann. Jetzt ist offen. Jetzt schaue ich wieder. Ich setze wieder die Quellen 0. Das heißt, diesmal schaut es aber so aus. Da ist unterbrochen, da ist offen, das zeichne ich gar nicht ein. Da ist mal C. R1. Zeichnen wir wieder um. Ja. Schauen wir von C in die Schaltung hinein. A. Auf der anderen Seite geht es von R1 nach B. Und da auf der anderen Seite geht es über R2 noch nichts. Und da ist auch nichts, da ist unterbrochen. Ja. Jetzt ist zwischen A und B nur der Widerstand R1. Ja. Das heißt, beim Aufmachen schaut die Sache anders aus. Entlädt sich der Kondensator entlädt sich nur über R1. Ja. Das heißt, mein Tau 2 in diesem Fall ist R1 mal C. Okay? Muss man ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, am einfachsten ist es, wenn ich sage, ich sehe, ich schaue vom Kondensator, alle anderen Quellen interessieren mich nicht. Ja? Null setzen, Spannungsquellen, Unterbrechung, Stromquellen, Spannungsquellen, Kurzschluss, Stromquellen, Unterbrechen. C. Von C schaue ich hinein und dann rechne ich. Ziemlich ähnlich, wie ich den Innenwiderstand einer Ersatzspannungsquelle berechne. Ja? Ziemlich genauso. Ja? Dann kriege ich das raus. Dann kriege ich auch die richtigen Zeitkonstanten. Okay? Manchmal hört man auch im ersten Moment verhält sich wie ein Kondensator, wie ein Kurzschluss. Ja? Und nach langer Zeit verhält er sich wie eine Unterbrechung. Diese Aussage ist nur zu 50% immer korrekt. Ja, nämlich, nach langer Zeit verhält sich ein Kondensator, nach langer Zeit, wo sich in der Schaltung eine Spannung nichts ändert. Also, wie wir gesehen haben, da geht es um Nanosekunden und Millisekunden. Lange Zeit ist vielleicht relativ, aber egal. Nach langer Zeit verhält sich ein Kondensator wie eine Unterbrechung, rinnt kein Strom mehr durch. Alle Umladevorgänge im Kondensator sind abgeschlossen. Der Kondensator ist so weit aufgeladen, wie er in diesem Zustand aufgeladen sein muss und ist zufrieden. Dann ist er praktisch eine Unterbrechung. Das gilt immer. Was nicht immer gilt, ist, dass sich ein Kondensator im ersten Moment wie ein Kurzschluss verhält. Das gilt nämlich nur, wenn dieser Kondensator im ersten Moment leer ist. Es gibt Schaltungen, Da lädt der Kondensator zwischen zwei verschiedenen Spannungsniveaus. Da verhält er sich nicht wie ein Kurzschluss. Das ist so, wie wenn ich da praktisch am Anfang da schon irgendwo bin und da loslege, weil der Kondensator halt schon auf 6,3 Volt aufgeladen ist. Dann springt der Strom I0. Im ersten Moment haben wir gesagt, ist da wie ein Kurzschluss, dann ist die gesamte Spannung auf UR. Das gilt aber nur, wenn UC 0 ist. Das ist nicht immer der Fall. Ja? Ich hoffe, dass das jetzt klarer ist. Ja? Also mit diesen Zeitkonstanten und so weiter. Wie gesagt, diese Formeln, die gelten einfach. Ja? Man muss halt nur wissen, welche Zeitkonstante man verwendet. Das ist meistens das Trickreiche daran. Okay? Und ich hoffe, mit der Erklärung ist das ein bisschen logischer geworden. Und jetzt habe ich ja den Fall erwähnt, dass der Kondensator nicht komplett entladen oder geladen wurde. Vielleicht brechen wir den Ladevorgang schon vorher ab, ja, indem ich irgendwann zwischendrin umschalte. Ja. Das nächste Mal werden wir uns ansehen, mit Hilfe einer sogenannten Tiefpassschaltung, was das bedeutet. Wie schaut das dann aus? Weil ich da einfach wild ein- und ausschalte, wie, ja,
relativ schnell und relativ langsam. Ja, schauen wir uns an, wie schaut so eine Tiefpassschaltung aus überhaupt und was hat die für Eigenschaften. Nächstes Video. Für dieses Mal danke ich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.